Ich fand Plato wirklich genial. Ihre Bestellung ist da. Viel Laufen ist natürlich mit drin, aber auch diesen Tisch abräumen mit 4 Personen, 5 Personen, 6 Personen. Du belastest deinen Körper immer sehr stark. Das ist eine große Anstrengung tatsächlich. Also wir beginnen mit dem Frühstück. Manchmal jedoch ist es wie, als ob alle Gäste sich abgesprochen hätten und dann kommen alle gleichzeitig zur selben Zeit zum Frühstück. Und dann ist es natürlich eine besondere Herausforderung für unseren Service, alle Gäste gleichzeitig zu bedienen. Man kann Teller und auch Besteck und Servietten alles auf Plato laden und dann fährt Plato seinen Weg und unsere Service-Mitarbeiter müssen nur noch vom Plato bis zum Tisch die kurze Distanz bewältigen, um die Tische einzudecken. Wirklich, mein erster Eindruck war, ich liebe dieses Teil. Es ist einfach interessant. Wir sind jetzt in so einer Zeit, wo wir sehr viel mit Technologie arbeiten. Du drückst auf Plato drauf, der geht dahin, wo du willst. Also, nee, ich fand Plato wirklich genial. Man kann ihn überall mitnehmen. Er stoppt da und man muss nicht schwer tragen. Das ist halt wirklich ein Pluspunkt, wo ich sagen kann, dass Plato wirklich echt interessant ist und wirklich cool. Weil ich stapel meine Teller da drauf, ich stapel mein Besteck da drauf. Auch wenn ich bei den Gästen bin am Abendessen, ich sehe, dass Plato da steht. Ich stapel alles auf Plato, drück auf die Küche und schicke ihn dahin danach. Natürlich, er kann keinen Mensch ersetzen, das ist klar. Aber also es ist einfach sehr hilfreich. Wenn du einen Roboter hast, ist es nicht so anstrengend. Er ist ein toller Mitarbeiter. Genau, aber unser Assistent. Mein Vorteil ist, Plato bringt gute Laune in unser Team, denn durch sein Lachen und auch dadurch, dass man ihn streicheln kann, lachen unsere Mitarbeiter auch mit und finden das total süß und auch die Gäste erfreuen sich daran. Für uns war das Feedback durchaus positiv und die Gäste haben sich gefreut, dass Plato durch das Restaurant fährt.